Ich habe meine letzten beiden Löcher für diese Weichen jetzt schon eingebohrt beim letzten Mal, mit letztem Akkusaft. Man kann nun die Schalter schon mal installieren. Und der zweite. Und jetzt geht es darum, dieses orangene Kabel hier, das ja die Stromversorgung für den ganzen Kram ist, da durchzuziehen und zu jedem einzelnen Schalter zu führen. So, Lütze. In der Hoffnung, dass der Kolben schon heiß ist. Ich habe jetzt hier praktisch ein Kultkonzert von den Weichen, weil hier ja auf die Taster gedrückt wird. Ich ziehe mal die Stecker vom Trafo. So, weiter geht's. Dieses Teil kann jetzt schon festgelötet werden. Die Schalter waren ja allesamt schon mal eingebaut und sind von daher schon verzinnt. Das macht die Sache ja nun etwas leichter.
gibt ja diesen drei Schalter. Ich will das schaffen, dass die Kabel auf der einen Seite bequem in den Schaltkasten passen, auf der anderen Seite aber auf gar keinen Fall irgendwelche Abrisse oder Spannungen auftauchen. Von daher mache ich diese Verbindungskabel etwas länger, als sie eigentlich sein müssten. Und an der Stelle stoppt mich das Ende meiner Pause.